Willkommen zurück zu Donkey Kong Country Returns! Freunde, jetzt geht's wirklich ab. 4-5 Höhlen hat's, eins der schwierigsten Level vom ganzen Spiel. Ich pisse mir jetzt wirklich schon in die Hose. Ist schon alles feucht, Feuchtgebiete und so. Mann, bin ich wieder lustig. Es ist ein Raketenlevel der besonderen Art, ja? Eine besondere Art, die nicht besonders gut ist. Denn sie ist besonders asozial. Asozial ist eigentlich schon kein Wort mehr, das ist asozial von Retro Studios. Sie sagen selbst, sie haben ein forderndes Spiel gemacht, aber hierzu müssten sie eigentlich sagen, das ist asozial. Müssen Retro Studios selbst sagen, dass es asi ist. So krank ist das. Ach, hier gab es, glaube ich, so ein krankes Puzzleteil, genau. Der Shit stürzt ein, wenn man drauf geht, aber wenn man... Hä? Hä? Hm? Verarsche? Was soll das? Ah, da! Seht ihr das? Den Shit müsst ihr erst zum Einsturz bringen und dann kommt das Puzzleteil, sonst kommt's nicht. Deswegen kräht er. Das war ein Puzzleteil, das ich erst sehr spät gefunden habe. Weil da kommt man einfach nicht drauf. Und da Bonus auch ziemlich gut versteckt. Voll getarnt hinter den Stein. Könnte meinen, das wäre die Umgebung. Gib mir meine Münzen. Ich brauch sie, denn wir haben richtig viel Leben verschwendet. Im letzten Part und in dieser Welt bestimmt auch. In diesem Level. Ich sag mal Welt. Es tut mir leid. Sag mal Welt und nicht Level. Also, das liegt daran, dass ich mehr 3D-Jump'n'Runs oder ja, allgemein mehr 3D-Spiele spiele. Aber nichts gegen 2D-Jump'n'Runs, ne? Ihr seht schon. Wir haben es diesmal nicht mit den Maulwürfen zu tun, sondern mit den Golbats. Und den Shiny Golbats, ja. Und diesen Idioten da. Der chillt jetzt erst noch im Hintergrund, aber später wird er dann aggro. Jetzt kommen die Fledermäuse schön ausweichen, ist schon mal sehr, sehr schwierig. Hier muss man oben und dann runter. Die kommen ab von Zahn, wenn sie mal wirklich zum Angriff blasen. Oh, ich hab Blasen gesagt. Wahrscheinlich hier alle Bananen, kennt man ja von Retro. Na, nicht alle Bananen, nee, aber hier gibt's das... Hey. Ach, jetzt wird er schon böse. Ja, aber nur so ein bisschen. Hier, glaube ich, alle Bananen und ich habe es dann nicht gekriegt. Ach so, der meint das Puzzleteil. Okay. Yes! Kurz vor Checkpoint abgekratzt. Das schafft nur ich. Oh, my holy shit, my crazy goodness. Oh, man. Freunde. Das ist noch der Witz vom Onkel Fritz. Denn nach der Halbzeit wird's einfach nur abgefuckt und krank. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich krieg hier einfach nur Probleme. Ich krieg hier die Krise. Ich kann gleich in die Psychiatrie gehen. Lass mich! Kannst du nicht mehr chillen? Oh, nom nom nom, Steine lecker! Ich esse auch immer für mein Leben gerne Steine. Guck da, mit fast an den Stalagmit dran. Und das K und das O ist abgespeichert. Och ja, jetzt kommen die. Das fette Zuber, das fette Golbat. Ja, 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 ja. Bis hier auf Weight Watchers tätet ihr auch mal ganz gut, ja? Okay, der geht jetzt hoch. Und der geht runter. Also muss man ein bisschen predikten, was ich nicht immer kann, ja? Jetzt geht's nicht wirklich ab. Ja, ihr seht uns. Wie am Anfang, nur jetzt noch mit diesen fetten, überfressenen Fledermäusen. Diese Golbats. Was ist das denn? Ja! Ja, krankes Puzzleteil. Was? Ich hab's verstreit! Dafür brauche ich ewig. Sonst immer. Aber gleich. Ja! Das End, das End, das End. Endlich fühlt sich das End mal wieder cool. Wie ich schon gesagt habe. Nur weil das End bei Pokémon Schwarz und Weiß und Schwarz-Weiß 2 eigener Charakter ist, fühlt sich hier auch cool. Ist so klar. Ich glaube, Schwarz-Weiß 1 ist ja auch vor dem Spiel noch erschienen, aber ich müsste lügen. Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Könnte mal sein. Schreibt es mir in die Comics, ist Black and White vor diesem Spiel erschienen? Weil dann haben sie es berücksichtigt. Ja, klar, leck mich. Leck mich. Leck mich. Ja. Chill. Chill. Okay, hier bestimmt alle Bananen. Alle Bananen. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, fuck ich. Fucking. Ich hoffe... Ich hab jetzt nicht was verkackt. Jetzt kommt das absolut Krankste.
Ja, jetzt kommt er und meint, Kamehamehas abzufeuern, ja. Ja, nee, und das muss man so predicten. Man muss immer von unten nach oben und von unten nach oben, oben nach unten, oben, unten, oben, unten. Da muss man so gut, gutes Timing haben. Das ja, nee. Das ist wirklich absolut krank. Ich hab da so Schiss vor. Wie gesagt, ich habe für diesen Part eine halbe Stunde gebraucht. Nur für diesen Part jetzt, was jetzt kommt. Ich hatte zwar das Puzzleteil mal 10. Nö, weißt du, bist ja schon eine Millisekunde vorher explodiert. Das zählt nicht. Wohl DK Schwanz das ja wohl locker berührt hat. Ich heule gleich, oh Mann, oh Mann. Ja, joch, jojo, da hat einer zu viel Dragon Ball geguckt, was? Oh Mann. Es wusste doch nur, das macht doch kaum noch Spaß, leck mein. Oh, Mann. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. So respektvoll, Viech. Anderen, wo ich gesagt habe, das sind Überfressene, das sind ja Top-Models gegen den hier. Ja, ich habe das Puzzleteil. Und wieder nach unten. Und schießen lassen und wieder hoch. Nein, das Buchstabe ist. Wieso steht hier Krieg? Da muss man genau die Abfolge wissen, wann man hoch muss, wann man runter muss. Ich glaube, ich fange jetzt mal mit unten an. Ich versuche das mal. Bleib hier unten und chill mein Leben. Ich chill auch nur hier ein bisschen rum. Lass mich doch in Ruhe. Wäre ich da geblieben, wäre ich gestorben. Also Freunde, was habt ihr alles zu wenden, wa? Nothing? Nothing to say. Ich auch. Das ist einfach nur krank. So seine Genki Gamas bei seiner Oma abfeuern. Aber auch nicht bei mir. Meine verdammte Fräse. Seht ihr das? Was will man machen? Was will man machen? Jetzt mal im Ernst, Freunde. Ich kann es holen, aber dann sterbe ich sofort. Schwein wieder. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich versuch's mal vor unten. Gut, 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 gut. Ich hab A gedrückt, aber er ging runter. Wisst ihr, was das Beste daran ist? Nee, wisst ihr nicht? Bei einem Fail muss man das, den Buchstaben immer wiederholen. Schön, ne? Ist das nicht toll? Leute, ich glaube, ich gehe noch Game Over. Ja. Doch. Hier gehen die meisten Spieler dann das erste Mal Game Over bei diesem Level. Das war optional. Man kann nur 1 Millimeter über den Boden fliegen. Wenn man 1 Millimeter zu hoch fliegt, wird man zerschossen von diesem Bastard. Wenn man 1 Millimeter zu tief ist, dann berührt man den Boden. So, ich mach's jetzt wieder von oben. Ich mach's wieder von oben. Es kotzt an, wisst ihr das? Es kotzt einfach nur an. Ach komm, ich versuch's nochmal. Letzter Try jetzt von hier unten. Yes! Hat geklappt. Komm schon! Der Buchstabe! Oh nein! Was kommt denn da noch? Vielleicht kommt noch ein krankes Puzzleteil, was ich holen kann. Ah, hier erstmal noch ein paar Bananen. Ach ja, da macht er den. Ja. Da macht er die Ultimate Kamehameha. Macht ja so schon mal kleine Kamehamehas, aber das. Das. Nee. 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 Einfach nee. Akzeptiert es. Just no! Oh no, Mamma Mia! Aber das ist ja, wie gesagt, der Unterschied zwischen Donkey Kong und Mario. Donkey Kong entfordernd. Und Mario ist halt ein bisschen einfacher gegenüber Donkey Kong. Ich kann mir nicht sagen, dass Mario-Spiele schwieriger sind. Ey, komm!
Wäre ich wieder da geblieben, dann hätte ich es wieder nicht kriegen können. Also er muss, dieser Bastard, der muss ganz oben sein. Dieser Gestörte. Und ich muss ganz unten dann sein. Ja, wie soll ich das hinkriegen, bitteschön? Ich weiß es doch nicht. Habt ihr denn keine Idee? Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Vielleicht so? Nein! Dann vermassel ich es! Ich hatte es doch! Ich hatte es! 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 Komm schon! Now or never! Schon! Jetzt mach deinen Scheißkran da! Ja, den! Ja, wo sollte ich denn da hin? Ich wurde reingesperrt! Ich hätte nicht hochkommen, dann wäre ich jetzt Kamehameha gegangen! Und ich bin gegen den Kristall-Dingsbums da gekommen, weil ich nicht hochgehen konnte, weil das Kamehameha war! Ja, was denn dann? Ganz hoch oder was? Ich gehe gleich hoch, gleich gehe ich in Luft verwut, Mann! Mann, das ist aber ein anderes Hochgehen. Wollt ihr gar nicht hier leben? Friss! Friss mein Kopf! Ey, es nervt! Ich kann hier wieder nur durchdrehen, ey! Ich kann hier wieder nur Scheiße labern und durchdrehen. Es ist. Es geht auf keine Kuhhaut. Es geht auf keine Kuhhaut! Und. Oh Mann, dieser gestörte. Mann! Oh, was das Spiel aus mir macht! Eigentlich sollen ja Spiele Spaß machen, aber Spaß? Ich hab Spaß! Ich habe Spaß. Ich mag dich nicht, du doofe Fledermaus. Ich bin ein Hater. Muhahaha. Du bist einfach nur schlecht. Muhahaha. Leck mich doch. Ich will dich nicht mehr sehen. Geh mir aus den Augen. Ach man, ey. Ich werde jetzt schweigen. Ich werde schweigen. Ich werde schweigen. Ich bin jetzt wieder Till Schweiger. Es tut mir leid. Aber ich kann es nicht anders. Freunde, wir wollen das irgendwann noch schaffen, oder? Es tut mir so leid. Ich kann dieses Spiel. Oh man, wieso wollte ich dieses Spiel überhaupt LP? Und ich weiß, was ich hier nur fail und ja. Dass ich da nicht kommentieren kann. So, jetzt werde ich. Ab jetzt werde ich schweigen. Tut mir leid, ich bin jetzt Till Schweiger. So. Ja, dieser Witz, der wird auch nicht besser mit Till Schweiger. Die haben ihn jetzt schon so oft gebracht. Aber es tut mir jetzt leid. Los, gib's mir! Ach Mensch, ey! Wär ich unten geblieben, aber man weiß nie, wann diese Bastard schießt. Wie lange das auch geht mit dem? Das ist Marsch von Nordamerika nach China. So weit ist das. So, okay, okay. Warum? Schnauze. Ey, es fuckt ab, Freunde. Was will man denn machen? Ich muss ja oben dann sein. Ich muss ja oben sein. Ja, jetzt kriege ich natürlich das Puzzleteil einfach mal so. Ich ewig für gebraucht habe. Ist wieder so typisch. Komm. Oh Mann, ich weiß nicht, was ich mache. Ich schaffe es da einfach nicht, Freunde. Ich weiß es jetzt echt nicht. Es tut mir leid. Mann. Ahoi, bringt auch nichts. Hätte es gedacht, Heu bringt nichts. So, jetzt reicht's mir. Freunde! Oh Mann, der Part ist scheiße. Es tut mir leid, es tut mir leid. Immerhin fliege ich nicht dagegen, wie ich sonst immer tue nach 10 Milliarden Fails. Also, wer mich leiden sehen will, der kommt hier auf seine Kosten. Aber all die Unterhaltung wollen, die kriegen's nicht. Und ja. Schade, schade, Marmelade, aber ich kann da nichts dran. Es ist einfach so gestört, es ist meiner Meinung nach, wenn nicht sogar das zweitschwierigste Level vom ganzen Spiel.
Also, Fakt ist, erstmal nach oben gehen. Dann, wenn man das gut kann, dann muss man es eigentlich so machen. Aber ich kann es ja nicht gut. Ja. Ja. Ich liebe dich auch. Weißt du? Ich würde dich gerne. Ich würde mich gerne mit dir zu Mann und Frau erklären. Weißt du das? Weißt du das? Also, meine Gefühle kennen keine Grenzen mehr, wenn ich dich sehe. Ich habe nur noch Gefühle des Hasses. Nur noch Gefühle des Hasses. Donkey, du bist auch gemeint. Du einfach nicht fähig bist, diese Raketen zu steuern. Weißt du das? Jetzt schieß doch. Scheiß doch mal, ey. Mann. Ich muss es ohne reden machen, Freunde, sonst sind wir morgen noch hier. Ich wusste gar nicht, dass es so hart ist mit Kommentieren. Hier gebe ich jetzt wirklich auf. Ich gebe auf. Ich gebe hier wirklich auf. Offiziell jetzt. Ich gebe jetzt offiziell auf, dass man das hier kommentieren kann. Es ist jetzt kein Scherz. Ich habe schon oft gesagt, ja, da rede ich nicht mehr und da habe ich es trotzdem noch geschafft mit reden. Das kann man eigentlich nur nachkommentieren hier, aber das. Nee. Freunde, ich werde jetzt offiziell nicht mehr reden. So. Bis ich das geschafft habe. Ach, es bringt doch alles nichts! Dumm auch für eine Dreiviertelstunde dieses Dreckslevel. Ich sag ja, diese Stelle des Levels ist einfach nur schwierig. Das andere ist Kinderkacke dagegen gewesen. Die ganze Höhle ist Kinderkacke gegen diesen Scheiß gewesen. Also, ne. Ne. Also ich nehme jetzt erst eine Auszeit, bis gleich. Ich muss irgendwie erst ein bisschen ums Haus laufen. Bock mehr, ey. So, ich weiß nicht, ob es jetzt klappt, aber mach. Es nervt. Ist ja das. Kleinen Schluck Energy Drink. Vielleicht geht's hier jetzt. Ist doch einfach so blöd. Ich meine, das Ganze ist ja nicht schwierig, wenn man das nicht mit diesem Buchstaben machen müsste. Man musste ja irgendwie so nach oben hinlotsen, um den überhaupt noch zu kriegen, den Buchstaben. Ja, und das ist das Problem. Das Ganze ist einfach richtig einfach. Wenn man nicht diesen gottverdammten Buchstaben holen müsste, jetzt immer ohne Witz. Es geht ja darum, dass der oben ist, weil sonst wird man gefickt. Man kommt nicht mehr rechtzeitig dahin. Ja, leck mir doch. Lecco mio hier. Mach deinen Scheiß, mach deinen Scheiß. Okay. Ficken, Mann! Nur noch Frust. Nur noch Frust. Tut mir leid für alle Ausdrücke, die noch fallen werden, aber. Naja. Ich kann da nichts dran machen. Wer hier noch ruhig bleiben kann. Respekt! Ich hab's gekriegt. Hab das gesehen, wie ich es berührt habe, aber er hat gesagt: Scheiß Gott, du Affe! Hat sich eingesammelt und. Ja, die Leben gehen mir aus. Die Leben gehen mir aus. Die Leben gehen mir aus. Freunde, bald kein Leben mehr, dann kann der dumme Affe nicht mehr leben, dann ist er für immer tot. Das hat er sich doch verdient, das hat er sich doch verdient. Schön, glaubt man nicht, dass ich dir ein Grab schaufle, Donkey. Und Cranky hat die auch schon lange verstoßen, wegen deinem nicht vorhandenen Skill. Also, musst du wohl in Vergessenheit geraten. Ja, Donkey! Kaizo Donkey. Das ist echt Kaizo Donkey, dieses Level. Kaizo Donkey Kong Rakete. Kaizo Donkey Kong. Zum Glück gibt es hier noch ein paar Bananen, dass man noch nach 10 Fails ein extra Leben kriegt. Was soll die Mann? Ging schon wieder nicht mehr. Fucking. Aber ich habe jetzt mir was vorgenommen. Also, wir sehen ja da diesen Punkt, wo die Münze ist. Bei der Münze muss der oben sein, ansonsten hat man verkackt.
Und das will ich versuchen, dass er da möglichst schnell nach oben hinkommt. So. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Ist so krank. Retro Studios, was habt ihr euch bei diesen Scheiß gedacht? Im Ernst. Das macht doch. Nee, das macht wirklich null Spaß. Das ist so. So krank und abgefuckt. Ah, das könnte. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Dass das da unten hin platziert haben, das ist einfach wirklich nur Schikane. Nur Schikane. Nur Schikane. Nur Schikane. Mann, ich hasse diese Höhle. Nur wegen den Levels schon alleine. Ne, wegen der anderen Levels auch. Ja, suck mein Dick, ey. Mann. Das ist nervt. Gleich sind wir Game Over. So, du gehst jetzt erstmal nach oben hin. So. Lass mal den mal schießen. Ist doch kein Egal, das ist schwer hier. Und schießt er. Und dann geht's runter. Und dann nimmt man das mit. Schießt da wieder. Und dann geht's wieder hoch. Dann macht er sein Kamehameha. Kommt hier so ein bisschen Scheiß. Und da hat man es geschafft. Wo ist die Schwierigkeit? Ist ja nix. Ich habe alle Puzzleteile. Ich habe alle KOGs. Und wisst ihr, was das bedeutet? Wir haben dieses kranke Level geschafft. Und 4 zu leben. God save the Queen. Und ich mag die Queen eigentlich nicht, aber trotzdem in diesem Fall. Let's get this party started, jetzt erstmal Energy hier. Prost! Echt! Habe ich mir verdient. Tschüss! Krankstes Level vom Spiel. Ne, 5K. Oh ja, 5K, da freue ich mich schon besonders drauf. Was war denn das für ein Level? Och ja, das gibt's ja auch noch voll vergessen. Pixel Preziosen. Nee, nicht mit mir. Das können wir uns im nächsten Part gönnen. Ich weiß es nicht, der Part ist vielleicht ein bisschen kürzer geworden, aber nö. Tut mir leid. Für diese Qualen gibt's nur diesen Part. Also dieses Level. Also, schreibt mir mal in die Kommis, wie ihr das Level findet. Wie ihr da durchkramt. Ob ich wirklich zu sehr gefailt habe. Und ja. Ob ich euch überhaupt nur unterhalten konnte, ob ihr die ganzen Fails mögt. Also, wirklich, ich fand das jetzt nicht. Ich fand das jetzt keine Meisterleistung, was ich jetzt hier kommentiert habe. Also, ja, aber was soll man anderes machen? Das ist einfach nur krank. Das ist einfach nur krank des Retro Studios. Wenn sie auf Drogen sind. Und wenn sie sich mehrere Drogen reingepfiffen haben. Nee, ich glaube, das sind ganz andere Drogen. Die gibt's gar nicht. Die kennt nur Retro Studios. Oh Mann, Freunde. Daumen hoch, wenn es euch trotzdem gefallen hat. Und falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren, falls ihr die ganzen Fails magt und so weiter. Oh, mögt natürlich nicht. Markt. Markt. Welcher Markt denn? Fischmarkt oder Obstmarkt? Ne, lassen wir das mal. Ja. Haut rein, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann und ciao. Und danke fürs Anschauen. Danke fürs Anschauen für alle, die dran geblieben sind bei diesem kranken Scheiß. Brrr, die bevor sich durch.